Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit. Zu einer schönen und wundervollen Ausgabe am Montag. Ja, und sie ist auch ganz frisch und mein Bart verheddert sich im Mikrofon. Also das ist super. So, ich habe eine kleine Veränderung, falls ihr es hören solltet im Laufe der ganzen Aufnahme. Ich habe an meinem Mikrofon mal den Popschutz abgenommen. Soll eigentlich nur so P-Laute ein bisschen dämpfen, dass die nicht ganz so heftig rüberkommen. Er hat mich jetzt aber so langsam aber sicher gestört und dementsprechend habe ich den jetzt mal abgemacht. Nur falls ihr euch wundert, wieso es doch etwas anders klingt. Ich habe mich auch wieder durchgekämpft. Wir sind wieder beim Endboss. Der ist ja hinten irgendwo, verkriecht sich da. Da werden wir uns gleich reinbegeben und versuchen, ihn zu massakrieren. Das heißt, mein Plan ist erstens, so reinzugehen und ohne unser Item, was uns einmal wiederbelebt. Das war mein Plan. Dementsprechend gucken wir mal, ob das so funktioniert. Und dann ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ne? Ich möchte nämlich versuchen, mehr auf unsere ganzen Attacken reinzugehen. Gucken, dass wir vielleicht die Drachen hintereinander wegbeschwören, dass die immer da sind. Dass immer irgendein Drache da ist, dass wir nicht die Agro vom Monster kriegen, weil dann haben wir genug Zeit, um unsere Attacken auszuüben. So, jetzt habe ich's. Dementsprechend schmeißen wir, warte mal. Jetzt machen wir hier noch unsere Buffs an. Holen unseren ersten Dragon schon mal raus. Wir zoomen so weit raus wie möglich. Sobald wir ihn nämlich anvisieren. Und jetzt kann Magmarok da drauf gehen und wir können jetzt hier eine Attacke nach der anderen abfeuern. Verdammt! Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Schon wieder. Ich habe keine Ausdauer mehr, wa? Ah, verdammt, das wird nichts. Weil ich keine Ausdauer mehr habe. Mein zweiter Drache wurde irgendwie. Ah, super. Genau deswegen wollte ich die Wiederauferstehungsrune nicht haben. Erstmal. Um erstmal wieder in den Kampf reinzufinden, um zu wissen, was macht der nochmal, wann macht der irgendwie was, damit man es ein bisschen abschätzen kann und so weiter. Deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt noch keine Auferstehungsrune, also dass ich einmal wiederbelebt werde, sondern ich werde es direkt so versuchen. Ich meine, beim letzten Mal hat es auch fast geklappt. Nur da hatte ich auch, glaube ich, zwei Kämpfe vorher oder drei? Ne, zwei. Zwei Kämpfe und beim dritten war das, glaube ich, fast. Und dann hatte ich abgebrochen. Dementsprechend gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich habe ja Zeit, ne? Also ich wollte eigentlich nur in der Woche fertig haben. Das heißt, wir haben zwei Folgen Zeit. Insgesamt 30 Minuten. Können wir uns mit ihm rumplagen und rumärgern und gucken, dass wir ihn eliminieren. Ich habe auch gerade überlegt, ob wir auf Stufe 84 gehen können, aber das schaffen wir nicht. Jedenfalls nicht hier im Dungeon, müsste ich wieder aus dem Dungeon raus und darauf habe ich keine Lust. Dann versuchen wir hier nochmal so weit wie möglich nach vorne. Wir haben eh noch eine Minute Zeit, bis Magmarok wieder lebendig ist. Lebendig. Das Blöde ist, ich müsste mal gucken, ob wir uns die Drachen auf andere Tasten legen können.
Weil wir haben die Drachen auf Alt F1, Alt F2. Das ist doch im Kampf ein bisschen umständlich. Ein bisschen. Huch, wir sind ja schon da. Ich wollte nämlich auch noch was gucken. Die Taktik, Rückgratschild. Der Charakter schießt messerscharfe Federkiele aus der eigenen Hand, die bei angreifenden Gegnern Schaden bewirken, verursacht 1895 Schadenpunkte. Hält 3 Minuten? Okay. Wir können es ausprobieren. Wir warten noch mal die 10 Sekunden. Ich hoffe, euer Wochenende war schön. Meins war beautiful. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich mit Alt F4, den habe ich nachher nicht mehr so einen alten. Ja, ist eigentlich auch egal. So einen weiten Weg, würde ich sagen, aber der Weg bleibt leider derselbe. So, Angriff. Angriff, Digga. Ich mache hinten meine Moves. Und dann probieren wir gleich mal. Schon mal die ersten Dinger reinzuhauen. So, Magmarok ist durch. Angriff. Jetzt habe ich schon wieder die Aggro auf mich. Das ist das, was ich meine. Diese Aggro. Ich weiß jetzt noch nicht, wo er rauskommt. Da. Geilo. Warum benutze ich das nicht öfters? Das ist geil. Sag mal. Was anders macht aber auch nichts gerade. Ah, verdammt! Wie viel hat. Ah, scheiße, konnte ich nicht mehr sehen, wie viel er hat. Also Sandra hat überhaupt nichts gemacht. Gefühlt. Aber das Ding ist cool. Es hat echt so ein bisschen, die Unterstützung gebracht. So ein bisschen. Wenn Sandra es dann noch mal ein bisschen mehr macht, dann wäre es auch sinnvoller. Aber gut. Gib mir mal Pupo Bronco. Bronco Kulitschka. Bronco Kulitschka. Bronco Kulitschka. Wir laufen mit Bronco Kulitschka. Warum mein Wochenende schön war? Schön war es. Samstag war. War eine Freundin von meiner Freundin da. Noch zum Frühstücken, die war schon Freitag da. Dann sind sie nach Werder gefahren. Ich habe dann Nickerchen auf der Couch gemacht. Und frühen Abend kamen die Jungs vorbei. Zwei davon. Der dritte war nicht da. Und dann haben wir noch ein bisschen Cosmic Encounter gespielt und noch ein anderes Spiel. War chillig. Also es war jetzt nichts Weltbewegendes, Aufregendes, sondern es war relativ chillig. Das kann man sich geben. Kann man sich geben. Ohne Scheiß. Kann man sich mal geben. So, jetzt warte ich nur noch, bis zu halbwegs die Drachen sich erholt haben. Und ich denke mal, wir riskieren es, weil wir können es leider nur einmal. Ja, komm, hier mach den Drachensplitterbeutel leer. Einmal in 24 Stunden. Ne, einmal in einer Stunde benutzen. Das ist das einzig Doofe. Meistererfahrungstrank, den haben wir. Erhöht nur Segentrank. Was macht der?
Beschwörungsruhe beschwört eine Menge mangelnder Energie, enthält erhöht die Erfolgschance für normale und fortgeschrittene Verbesserung von Achso. Wiederherstellung intaktes Ei, okay. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendwas anderes da rein zufällig haben, aber irgendwie habe ich hier nur Attributentfernungskristalle und Füllerfans, die ich nicht so wirklich brauche erstmal. Drachengehege, Erweiterung, Drachenzähmpeitsche, Drachenskill, Drachen. Sein Transport, Freundschaftskarte, Freundschaftspuppe. Jo. Dann benutzen wir den. Der ist jetzt eine Stunde aktiv. Das heißt, wenn wir sterben sollten jetzt, dann sterben wir ja nicht sofort, sondern etwas später. So. Wir versuchen jetzt nochmal. Eben lief es relativ gut. Ich glaube, er hat da auch nicht mehr allzu viel. Sehe nur nicht, weil jetzt habe ich ihn anvisiert. Jetzt machen wir auch gleichzeitig das. Und feuern schon ordentlich was ab. Den hier. Ich glaube, ich bin gestorben. Weil meine HP auf einmal voll war. Und ich meine Zauberfähigkeit nicht einsetzen konnte. Jetzt bin ich tot. Zeig doch. Es ist anstrengend. Weil jetzt kann ich die Rune nicht mehr verwenden, das ist doof. Die Rune ist verbraucht und ich kann sie erst in einer Stunde wieder aktivieren. Das ist doof bei der Rune. Zeige. Das ist doof. Ja, letzte Woche hat es relativ gut geklappt. Ich bin selber gerade ein bisschen das war das Transportbuch. Okay, ist okay. Ist keiner online, den ich jetzt hätte fragen können, mal kurz. Dann wäre mir in 5 Minuten fertig. Müssen wir es halt. Oh, ist doof. Achso, ja, Wochenende, weiter geht's. Wochenende, Samstag hatte ich erzählt, Sonntag. Sonntag war ein entspannter Tag, schön auf der Couch rumgelegen, kurz zum verkaufsoffenen Sonntag. Und wir wollten noch schnell was umtauschen, was wir uns gekauft hatten, was wir dann aber doch nicht brauchten. Das haben wir dann gleich umgetauscht und dann haben wir eigentlich. Achso, und dann haben wir uns noch ein bisschen Essen gemacht. Richtig geil sind so Ofengemüse mit Ofenkartoffeln und Steak. War sehr geil. Fleisch war nicht ganz so geil, aber war trotzdem sehr lecker.
Und Ofengemüse war, ist total easy. Ofengemüse hatten wir eigentlich nur das ganze Gemüse kleingeschnippelt, auf ein Blech gepackt, ein bisschen Olivenöl, Knoblauch und Rosmarin rein, das Ganze püriert, dass es nicht ganz so, sag schon, nicht ganz so klumpig ist, also nicht ganz so große Stücken drin sind. Schön klein gemacht und das Ganze über das Gemüse gegeben, bisschen einmassiert, ein bisschen durch gewälzt, dass das komplette Gemüse was abhat und dann war es das. Und dann halt für 15 Minuten bei 200 Grad in den Ofen und fertig. Das Ding war sauber. So, warte mal, jetzt muss ich ja mal gucken. Steht hier auch, ja. 2276. Hier haben wir 2000 das. 1000. 1000. Ich brauche den eigentlich auch nur. Mal Schanz, Abwehr. 6032. 5000. 9000. Popoporonko 9000. Ja, auch 8000. Also eigentlich sind die alle ziemlich. Die halten immer noch nicht so lange durch. Das ist das Doofe. Und ich passe nicht auf. So, denn, holen wir uns im Check. Vielleicht sind wir mit dem ein bisschen besser dran für den Anfang. Gucken wir mal. Ja, er kommt. Er greift an. So, dann haben wir nämlich. Wir nämlich hier abfeuern, was abgeht. Dann holen wir uns. Im Check. Ja, ich muss hier mal nebenbei die Tasten suchen, weil ich die noch nicht so drauf habe. Ich kann mir das echt nicht merken. Muss auf das auf die Tastatur gucken. Na, das war klar. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Wiederbeleben. Ich würde sagen, das reicht auch für heute. Ich verzweifle gerade so ein bisschen. Naja, gut. Ja, ich verabschiede mich für heute. Wenn euch das Video halbwegs ein bisschen gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben. Ansonsten abonniert den Kanal, damit ihr die Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns Donnerstag zu einer neuen Folge von Dragon's Prophet. Bis dahin, euer Schröti. Ciao!